diese schöne Gude. Ja, also wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Thema Lean Prototyping. Erstmal ganz kurz was zu meiner Person. Erstmal herzlichen Dank natürlich für die Einladung, habe mich sehr gefreut, dass ich auch hier sein darf. Und mal zur Location und zu den Menschen, endlich mal ein Start-up. Vielen Dank. Ich bin ziemlich viel in Frankfurt unterwegs und da bin ich so immer meistens ziemlich underdressed. Hier fühle ich mich sehr wohl. Dankeschön, herzlichen Dank. So, wer bin ich? Ja, ich bin der Kim, frisch gebackener Papa von der 900er Mathilda und Ehemann, 30 Jahre jung, leidenschaftlicher Gründer und Metalhead. Ja, nur kurz zu meiner Firma was. Normal Networks GmbH, wir sind 2009 gegründet und sind ein Netzwerk aus über 100 Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen. Fokus Unternehmensentwicklung, Personalstrategie, Vertrieb, Zielgruppe, Startups, Kartenbuch, also alles, was sich entwickeln will und loslegt, da sind wir dabei. Wer kennt die Avengers? Zunächst mal Herr der Ringe, das kennen Sie nicht heute. Also die Avengers sind quasi ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Superhelden, die alle ihre eigene Kraft haben und wenn es mal ganz schlimm wird, dann kommen sie alle zusammen. Und das ist quasi so wie bei uns. Also jeder macht so sein eigenes Ding und wenn wir dann mal ein großes Projekt haben, dann träumen wir alle zusammen und die verschiedenen Expertisen werden genutzt. Und ich bin der so drin irgendwie ist. Also ich bin halt kein Spezialist, ich bin halt so der Generalist. Zweimal gescheitert als Gründer, einmal erfolgreich als Gründer. Erfolgreich kann man auch immer definieren, wie man möchte. Und immer auf der Suche nach Neuem. So. Wie Prototyping, wer hat es erfunden? Wer auch zu tun. Erfunden, ja, also hier. Prinzipiell, also wenn man jetzt gerade frisch gebackener Papa ist, dann fragt man sich manchmal, was geht in diesen Köpfen dieser kleinen Menschen doch da drin vor? Die packen irgendwie alles an und machen Dinge, die ihnen auf einmal wehtun und sie schreien und sie meckern und dann auf einmal machen sie es beim nächsten Mal nicht. Und das Prototyping haben quasi Kleinkinder erfunden, weil die haben keine Angst. Die probieren alles mal aus. Aber immer so mit so einem Risiko, dass sie abschätzen können, dass sie dabei nicht unbedingt draufgehen. Und darum geht es so ein bisschen beim Lean Prototyping. So. Lean Prototyping ist so eine Mischung aus Lean Startup, was in 2008 von Eric Ries geprägt wurde, nur ein bisschen zur Historie. Und in den 1980ern wurde so das Thema Rapid Prototyping aus der Industrie gepusht und seit 2012 kursiert so ein bisschen dieser hybride Begriff des Lean Prototypings. Lean heißt ja schlank, ne? Und Prototyp ist klar, das ist schön international. Dementsprechend sprechen wir von schlanken Prototypen. Und so günstig und so schnell wie möglich validieren, ob eine Geschäftsidee einen Markt hat. Ja? Darum soll es jetzt erstmal gehen beim Lean Prototyping. Was heißt günstig? Günstig heißt im Allgemeinen die Kosten des Scheiterns minimieren, gerade in diesem speziellen Fall. Schnell, so schnell es sauber möglich ist. Und einen Markt haben, Zahlungsbereitschaft und Kunden zu haben. Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen jetzt mal, von dem, was ich ein bisschen jetzt erzähle in den nächsten Minuten. So, kleines Ratespiel. Was ist das? Ja? Die Google Glasses, genau. Alle übrigens sind Google Glasses. Jetzt ist natürlich um so ein bisschen definitorisch auf dieses Thema Prototyp einzugehen. Was davon sind jetzt Prototypen? Was sind Mockups? Was sind MVPs? Was sind Wireframes im klassischen Sinne? Was ist davon ein Prototyp? Ich hörte alles. Andere Vorschläge? Und links? Und? Links oben, rechts unten, liegt nahe. Das sind alles Prototypen, bis auf den Kollegen da unten rechts. Weil das ist nämlich tatsächlich das, was sie dann auch verkauft haben. Erstmal. Das bedeutet, alles, was letztendlich die Funktion erfüllt, so kacke das auch aussehen mag, ist ein Prototyp. Das, was nicht mehr ganz so schlimm aussieht, aber so eine Grundfunktion hat, ist dann der MVP. Ganz viele Anglizismen, voll toll, erklären wir gleich ein bisschen an der Praxis. Der MVP ist das Minimum Viable Product, das heißt das kleinstmögliche Produkt, das man verkaufen kann von seiner Idee. Das ist das Minimum Viable Product und das sind ganz viele andere Produkte und die Produktpalette hinten dran. Ist das Konzept vom MVP und vom Prototyp verstanden? Gut, dann machen wir weiter. Das ist ein Prototyp, auch noch ein kleines Datenspiel, was könnte das für ein Prototyp sein? Bazooka? Ja. Fast. So eine Super Soaker. Ah, der Super Soaker. 1989.
irgendwie zusammengezimmert mit einer Flasche, ein paar Schläuche, ein paar Rohren und säuft. Das finde ich fast noch ein bisschen spannender. Okay, alle die lachen. Shannon. Das ist der Prototyp zum iPhone von 1983. Ja, schön hier, ne? Telefonieren, Internet, Touchpad, ne? Also, Apple hatte die Idee schon ein bisschen länger. Sie haben nur noch Gott sei Dank ein bisschen dran gefeilt. So. So viel zu grauen Theorie. Gehen wir ein bisschen weiter in die Anwendung. Was braucht man denn, um überhaupt so einen Prototypen als so ein ganz rudimentäres Anfangsprodukt zu basteln? Das ist natürlich erstmal die Idee. Ja? Ein Einfall zur Lösung eines Problems. So ist es definiert, habe ich mal gelesen. Dementsprechend sollte das auch nach Möglichkeit ein Problem lösen. Wenn es denn ein Problem gibt. Das ist immer vorausgesetzt, weil viele sagen, sie haben eine Lösung. Aber kein Problem zu der Lösung. Dann ist es halt mit der Idee wieder so ein Ding. Ne? So, beleuchten wir mal ein Beispiel aus der Praxis. So ein ganz kleines Unternehmen, ich weiß nicht, ob das ein paar Leute von euch kennen. Facebook schon gehört, dürfte relativ gängig sein. So, wie hat das denn Facebook gemacht? Und vielleicht können wir am Ende nochmal, am Ende von der kleinen Besprechung hier zu Facebook, vielleicht nochmal rauskitzeln, was denn so das Problem ist, was die gelöst haben, Facebook. Weil das ist ja so ein bisschen ja, wabernd, sag ich jetzt mal. So, womit hat Facebook angefangen? Ich habe mich so ein bisschen an diesem, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, dieses The Social Network, den Film über Facebook orientiert, da ein paar Ausschnitte genommen, daran kann man das ganz gut symbolisieren. Wir haben angefangen mit Sketches, also einfachen Zeichnungen. Da hinten sieht man auf so einer schönen Tafel eine spezielle Form des Sketches, die sogenannten Flowcharts. Ja? Das bedeutet, wir haben erstmal aufgeschrieben, was passiert, wenn der Nutzer wo klickt, welche Sachen muss da alles gegeben sein, wie sind die miteinander verknüpft und einfach mal wieder Anglizismus Paper Pencil irgendwie hingeschmiert und kurz, macht es überhaupt Sinn? Wegwischen, hier macht keinen Sinn, neuer Pfeil, aha, jetzt macht es Sinn. So, weitergegangen sind sie zum sogenannten Wireframe, auch so ein wunderschönes englisches Wort. Was ist der Wireframe? Das ist jetzt natürlich nicht ganz offiziell der Facebook Wireframe, das ist jetzt ein Wireframe von den neueren Facebook. Das bedeutet rudimentäres Design, nicht unbedingt schön, aber Anordnung von speziellen Key-Elementen, die man braucht, damit diese Seite Sinn macht. Das bedeutet, hier hat man dann keine Bilder, hier hat man aber genau das, was man heute auch hat. Die einzelnen Eingabefelder sind halt nicht buntig und nicht schön, aber erfüllen so, um die Ansicht zu haben, schon mal ihren Zweck. Was kommt nach dem Wireframe? Kommt das Mockup. Mockup ist in diesem Falle hier unten, das kann man ein bisschen schwer erkennen. Was er gemacht hat, ist letztendlich, ich weiß nicht, wie sie es da gemacht haben, aber ein gängiges Tool, zum Beispiel PowerPoint, einfach mit PowerPoint so ein paar Bauklötzchen hin und her schieben, was reinschreiben und wieder schieben und basierend auf den Wireframes das Ganze schon mal so zusammenbauen, dass man es ausdrucken kann. Das haben sie gemacht, das heißt, sie haben sich die einzelnen Unterseiten ausgedruckt, haben sie sich an den Pinnwand gepackt und basierend auf dem Flowchart guckt, das ist dann, der Bildschirm kommt dann und haben sich das Ganze so erstmal optisch visuell aufgebaut. Nach dem Mockup kommt dann das Minimum Viable Product, das kleinste Produkt, mit dem sie an den Start gegangen sind. Wer weiß noch aus dem Film, wie das da so aussah? Wie sah das erste Facebook aus? Ja, danke, scheiße, genau so. Mega scheiße aus. Und es hieß auch noch The Facebook, bis Sean Parker kam und das The gedroppt hat. Ja, das war das erste Facebook. Nicht wirklich schön, aber hat seinen Zweck erfüllt. Da sind wir auch schon jetzt am Ende von der Facebook-Geschichte. Und jetzt die Frage, wer weiß denn, was dieses Problem war oder die Idee hinter Facebook überhaupt war? Weil damals gab es schon soziale Netzwerke. Wer mit wem? Auch nicht schlecht, aber das ging ja auch auf MySpace. Und das ist schon Friends. Ein Wort so, ist es so ein bisschen, was ich suche. Uni eigentlich. Mobbing. Ja, das war die Motivation. Nicht das Problem. Ja, nee, es geht. Also, ja. Wie findet man irgendwas? Also zur Diskussion stellen und die Meinung von anderen einordnen? Ja, das ist gut, aber das ist ein Teilbereich dessen schon wieder. Die ganz obere Idee, die davor stand, war Exklusivität. Exklusivität, wenn jetzt Dienst doch völlig öffentlich, 5 Millionen User oder 1 Milliarden mittlerweile. Ja, am Anfang durfte man sich da aber nur mit den .edu-Adressen von den amerikanischen Universitäten anmelden.
und auch immer nur spezielle Universitäten wurden freigeschaltet. Das heißt, zum Thema hier Mobbing, der gute Mark Zuckerberg wurde nämlich in eine Studentenverbindung nicht aufgenommen und hat sich gedacht, ihr Penner, dann mache ich halt mal eine eigene, und zwar online. Und hat diese Studentenverbindung quasi für Facebook gegründet, wo sich nur Menschen mit einer speziellen E-Mail-Adresse anmelden konnten. Exklusivität. Und er war der Herr über dieses Netzwerk. Dementsprechend hat er das so konzipiert, dass eine Universität nach der anderen sich exklusiv dort einloggen konnte und hatte eine exklusive Community, die sich dort austauschen konnte. Und dann kamen solche Dinge zu tragen, wie dass man sich untereinander zu speziellen Themen, die einen beschäftigen, austauschen kann. Und natürlich um Sex, gar keine Frage. Darum geht es natürlich auch. So, das Beispiel aus der Praxis, ein relativ großes Beispiel, deswegen fand ich es ganz gut. Und jetzt nochmal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe einen Kunden gehabt, da bin ich hingekommen und der hat mir gesagt, Kim, ich weiß nicht so richtig, ich habe total viele Business Model Canvas gebaut. Business Model Canvas aus einem Lean Startup bedeutet, man hat eine große Tafel mit verschiedenen Feldern, die ganz spezielle Themen abdecken zu seiner Idee. Und die hat er auch richtig ausgefüllt, es war alles total super und er hat sich wirklich viele Gedanken gemacht. Das hat er auch schon bei seinem ersten Startup gemacht, da war er finanziert mit 1 Million, hat er in Sand gesetzt, weil er 3 Jahre entwickelt hat und kein Produkt hatte. Blöd, sag ich jetzt mal. Ja. Bei seiner zweiten Idee hat er auch einen Investor gefunden, 125.000 als erstes, und hat sich wieder hingesetzt und gesagt, jetzt wird wieder konzipiert. Warum rufst du mich dann? Ja. Er wollte erstmal nur einen Austausch haben, wo wir letztendlich drauf gekommen sind, ist, dass wir diese ganzen wunderschönen Dinge, diese ganzen Zettelchen abgeklebt haben und haben gesagt, so, was hast du denn? Ja, ich habe eine Präsentation mit einer Schaltplatine für ein Produkt, das ich irgendwann mal machen will. Ja, kannst du denn das auch bauen? Nö. Ah. Hast du denn mal mit Kunden gesprochen? Nö. Brauchen wir das denn? Weiß ich nicht. Okay, alles klar. Dann mach es doch einfach mal so. Du hast eine gute Idee. Das ist nämlich, das hier ist ein wunderschöner GPS-Tracking-Device, wie man so schön sagt, das ist eine Ortungslösung, eine mobile Ortungslösung, wo jetzt jeder sagt, ja, irgendwie. Nee, aber für Autos, für bewegliche Güter, für Container, für alle möglichen Themen, die kabellos verortet werden kann. Das heißt, der Junge hat einen schönen Akkupack dran, der hat eine SIM-Karte, wo der geortet werden kann, GSM-Modul für die Handy-Funktionalität, hier unten noch die Antenne, GPS, Bluetooth, alle möglichen Sensoren draufgepackt, gedanklich, und hat gesagt, das wird super. Er hatte nur niemanden, der ihm gesagt hat, das ist super, ich will dafür Geld bezahlen. Also was haben wir gemacht? Wir haben letztendlich seine erste Idee in einen 3D-Drucker gepackt. Das heißt, er kannte aus dem Studium noch ein paar CAD-Leute, die eben ein 3D-Modell bauen konnten. Und in diesem 3D-Modell sind wir zu einem 3D-Drucker gegangen und haben das als Plastik, als Prototyp einfach mal ausgedruckt. Ich weiß nicht, wer kennt 3D-Drucker nicht? Sehr gut. Also das heißt, er hat dann einfach gesagt, so Freunde der Nacht, jetzt drucken wir es einfach mal. Das Ganze war ein Kennzeichenhalter, ein EU-Kennzeichenhalter, worin er das Ding um da verbauen wollte. Das ist dann letztendlich so groß gewesen. Das heißt, es hat genau wunderschön in die Mitte von dem Kennzeichenhalter gepasst. Das hatten wir aber nie. Also, das gab es noch gar nicht. Ja? Es gab nur den Kennzeichenhalter, wo das noch reingepasst hätte. Dementsprechend sind wir mit dem Kennzeichenhalter und dem 3D-Druck sind wir auf Suche gegangen nach Kunden. Wie machen wir das dann am besten? Thema Prototyping. Finden so viele potenzielle Kunden wie möglich auf einem Haufen. Ja? Oder Hotspotting, ja, haben wir es mal so genannt. Hotspotting heißt, gehe am besten auf eine Messe, weil da sind ganz viele Leute, da sind ganz viele verschiedene Leute und probier es einfach mal aus. Das heißt, wir sind auf eine Spezial-Automobil-Zulieferer-Anbieter-Messe gegangen, da waren ganz viele verschiedene von Versicherungen über Carsharing, über Leasing-Firmen, waren alle da und denen haben wir das dann vor Ort pitcht. Das heißt, wir sind dann letztendlich in der Messe rumgegangen mit diesem 3D-Druck. Da war nichts drin, gar nichts, das war nur Plastik. Wir sind rumgegangen und haben uns erstmal so, große Messehalle, und aus die Halle, das ist auch wieder zu. Was machen wir denn? Komm, da hinten, ganz hinten in der Ecke ist so ein Stand, machen wir mal, sprechen wir mal. Hingegangen, angesprochen, ja, finde ich super, wir haben einen Fuhrpark von über 100.000 Autos und vielleicht starten wir es damit aus und wir sollten auf jeden Fall mal ein Kooperationsgespräch geben. Was? Mit dem Plastikding hier. Ja, genau. Das Ding bei diesem ganzen Prototyping, was sich da auch sehr gut gezeigt hat, ist, dass man kann viel sich in seinem Kopf überlegen, was das Problem ist und was die Lösung dazu ist, aber man muss es halt auch transportieren können. Und das war in dem Fall eben sehr gut ersichtlich. Es hat gereicht, ein Stück Plastik in der Hand zu haben, was so aussieht, als wäre das das Endprodukt, um damit an einen Kunden zu gehen, wo man gar nicht wusste, dass er ein Kunde sein kann, und einfach mal verschiedene Fälle durchzuspielen. So.
Noch ein Beispiel aus der Praxis, da wir bei einem Webmontag sind. Meine Wenigkeit und hat mal in dem Thema Freiberuflervermittlungsbusiness gearbeitet. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ein ganz smartes Business, wo man verkaufen kann. Es gibt einen Freiberufler, ITler, die, sage ich jetzt mal, vertrieblich nicht allzu stark sind, häufig. Und man bietet diesen ITlern eben Kunden an. Schneidet sich ein kleines Stück vom Stundenlohn raus und das ist dann quasi eine Provision, die man letztendlich generieren kann, davon kann man leben. So, wie kann man das Ganze skalieren? Weil letztendlich, ihr wisst alle, Dienstleistungen zu skalieren ist relativ schwer, außer man automatisiert Automatisieren dieses Prozesses. Ich bin kein ITler, ich kann nicht programmieren, ich bin zwar extrem geräteaffin, aber keine Ahnung, was denn da funktioniert. Dementsprechend muss ich irgendwie irgendjemandem eine funktionierende Idee geben, wie so eine Plattform aussehen konnte. So, was habe ich gemacht? Ich habe mich an PowerPoint gesetzt und habe mit meinen rudimentären Designkenntnissen, wie man sieht, einfach mal daran gemacht, was ist denn? Was sind das jetzt? Ja, wir hatten das Facebook-Thema, was ist das jetzt? So, sehr gut, ein Mockup. Das heißt, einfach nur eine wirklich schlechte Designvorlage gebaut, wie so ein Interface aussehen konnte. Und ein zweites Tool der Microsoft Office-Palette rausgenommen. Diesen Matching-Algorithmus, das heißt, meine Idee war, das Ganze zu automatisieren. Der Freelancer meldet sich an, gibt seine Fähigkeiten ein, auf der anderen Seite ist der Kunde und sagt, ich brauche einen Freelancer mit den und den Fähigkeiten und in der Mitte ist einfach ein Algorithmus, der das Ganze zusammenpackt. Und am Ende kommt raus, der Freelancer würde zu so und so viel Prozent zu dir passen. Das Ganze in Excel modelliert, das heißt, hier kann man eingeben, Freelancer 1, 2, 3, hier gibt der Kunde seine Daten an, am Ende kommt raus, so und so viel Prozent, hier unten steht es dann, wie viel Prozent derjenige Freelancer zu dem Kunden passt. Das, genau, Speed Dating für Freelancer. Das sollte die Idee dahinter sein. Das Ganze sieht so in Excel aus, also nicht wirklich ein Hexenwerk, aber es war genug, um zumindest mal den ersten Aufschlag zu machen. Das heißt, damit zu einem potenziellen Kundenpartner, wie auch immer gerannt und dem das präsentiert, das reicht meistens schon. Es braucht keinen einen wirklichen Click-Dummy oder was weiß ich was, super fancy Design. Das ist alles gar nicht notwendig, um die, wenn man die Idee gut vermitteln kann, wenn man anhand dessen die Funktionalität vermitteln kann, dann braucht man da keinen großen Act. Ja, genau. Und das ist letztendlich das hat mein Mentor immer zu mir gesagt, Kim, die Story muss stimmen. Es ist shit egal, was du verkaufen willst, mit wem du es verkaufen willst. Wenn für denjenigen die Story passt, dann passt es. Aber die Story muss halt stimmen. Und das war letztendlich, was man jetzt gesehen hat, zum Beispiel mit dieser Platine, mit diesem 3D-Druck. Damit auf eine Messe zu gehen, zu einem Vertriebler und dem eine Platine in die Hand zu drücken, zu sagen, das ist das nächste Ding, sagt er, ich habe keine Ahnung davon, was willst du von mir? Aber denjenigen den Case zu geben, den Fall, den Anwendungsfall zu geben, wie er damit Geld machen kann, wie er das Ganze monetarisieren kann, das war letztendlich in dem Zeitpunkt das Richtige. Wenn man auf einer Messe für Zubehör gewesen, ja, dann hätte man wahrscheinlich die Platine mitgenommen und hätte da jemanden gehabt, der gesagt hätte, oh, Platine, Wahnsinn. Aber die Story muss halt stimmen. So, jetzt sind wir beim Thema Tools, nur so ein bisschen Anwendung. Die wichtigsten Tools im Prototyping sind deine Füße, dein Mund und deine Hände. Du solltest deine Füße in die Hand nehmen und mit ganz vielen potenziellen Kunden sprechen. Was sind potenzielle Kunden? Nicht Familie und Freunde. Bitte nicht. Außer sie wären dringlichst bereit, um Geld zu zahlen für deine Lösung, die du hast. Dann sind es potenzielle Kunden. Sich ein Feedback von Mama und Papa zu holen, ist super wichtig fürs Selbstbewusstsein. Aber ob das dann auch wirklich Kunden für das nächste Internet-Ding sind oder für diese Platine, nee. Dementsprechend ist das Wichtigste, dass man potenzielle Kunden anspricht. Einfach mal jetzt eine wilde Zahl rausgenommen, 30 Stück. 10 fürs Grobe, das heißt, man geht in der rudimentärsten Phase zu 10 Menschen, die sagen würden, na, wenn das fertig ist, fände ich es cool zu kaufen, und geht mit einem ersten rudimentären Prototyp, so hier Excel oder PowerPoint, wurscht egal, braucht nicht von einem Designer bearbeitet sein, einfach mal zu 10 potenziellen Kunden sagen, wie fändest du das? Wenn daraus Minimum 80% sagen, boah, das ist also nicht schlecht, wenn das mal Stufe XYZ hat, lass mal machen. Dann geht man nach Hause, baut nicht unbedingt an X für Z, sondern erstmal an X und spricht mit 10 fürs Feinere. Selbes Prinzip, wenn mehr als 80% sagen, finde ich super, geht man wieder nach Hause und baut an Y und Z, bis man seinen Prototypen hat. Und diesen Prototypen trägt man zu den letzten 10. Und wenn die 10 von den Prototypen auch noch überzeugt sind, es müssen natürlich verschieden sein, nicht immer die gleichen, dann kann man ein bisschen weitergehen. Dann kann man mal
auf Partner, auf Kunden, auf Finanzierungssuche gehen und nicht, also ich hatte das, ich habe das Thema mal bei, ich sag nicht wo, ich sag so eine Stadt über Main, über mal auch so einen Vortrag. Und dann war da jemand, der Ahnung davon haben sollte, und er sagte mir, wo ist denn der Unterschied jetzt dazu, zu einfach mal machen? Dann sage ich, einfach mal machen. Was heißt denn für dich einfach mal machen? Ja, also einen Businessplan schreiben und dann zur Bank gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee. Erst das, und wenn da rauskommt, ist gut, dann zur Bank und Businessplan. Und das Schöne ist, dass hier oder generell dieses ganze Thema funktioniert für jedwede Idee, für jedwedes Produkt, jedwede Dienstleistung. Man muss letztendlich nur so ein bisschen den Kniff herausfinden. Wir hatten beim letzten Workshop hatten wir eine Dame, die aus alten Cabrio-Verdecken und Autositzen dem Stoff Fahrradsatteltaschen, also Fahrradtaschen gebaut hat hinten für die, wisst ihr Bescheid. Ja. Und die hatte dann auf einmal, die war Designerin. Ja, die hatte fünf verschiedene Taschen und hat gesagt, ich finde das total toll und ich weiß aber nicht, ob ich das fertig setzen soll. Und ich verkaufe das immer mal wieder, so ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda und auf Märkten, aber wie kriege ich das Ganze irgendwie in die nächste Stufe? Und dann ist es einfach wichtig zu wissen, welche Kniffe man anwenden muss, um diese nächste Stufe zu erreichen. Der Tipp war dann bei ihr in diesem Workshop, geh doch einfach mal zu dem Kerl, der Portemonnaies und Taschen gemacht hat, aus alten Turngeräten. Ich weiß nicht, wer kennt das? Zirkeltraining. Genau. Geh doch mal zu dem, frag mal, wer das gemacht hat. Ja, aber der ist doch gar nicht mehr praktizierend. Der ist doch super. Ja, wie super? Der hat wahrscheinlich Geld und hat Ahnung. Also, das ist mehr. Einfach mal hingehen und machen. Ob es jetzt ein Dienstleistungskonzept ist, ich nehme immer gerne dieses Thema Neck Attack. Wer kennt das noch? Diese schmierigen Grabscheuer, die immer in der Zeit rumgelaufen sind und einen massieren wollten und dafür Geld haben wollten am Ende auch noch. Entschuldigung, wer es gemacht hat, ist natürlich kein schmieriger Grabscheuer. Die hatten alle Interesse daran, etwas Gutes zu tun. Was sie ja auch teilweise getan haben. Wenn man jetzt zum Beispiel die Idee hat, ich will eine Massagesalon aufmachen, weil ich habe die neueste Methode der Massage und die Menschheit muss mir eigentlich die Bude einrennen, was mache ich damit? Geht zur Bank, mache ein Konzept, hole mir Geld, miete einen Laden, mache einen Aufstellig rein, und keiner kommt die Tür durch. Blöd, weil es keiner will. Wie kann man sowas vermeiden? Man geht einfach auf die Straße, spricht mit dem Ordnungsamt und sagt, pass auf, ich würde gerne hier eine Massageliege hinstellen und kostenlos Massage anbieten, wäre das für Sie in Ordnung, muss ich da irgendwelche Auflagen, Thema Gesundheitsamt oder ähnliches. Kann ich das einfach mal probieren an einem sonnigen Nachmittag, ob die Leute da anspringen, ob die da Bock drauf haben. Und am besten in meinem Viertel, und am besten, wenn ich nicht unbedingt an der Haupteinkaufsstraße bin, vielleicht zwei Straßen weiter, einfach mal gucken, wie ist die Laufkundschaft, wie wird das angenommen, wie können wir das machen. So, Massageliege kostet nicht wirklich viel. Ein Tag Zeit, ist halt ein Tag Zeit. Und da wird man aber sehen, wie die Leute darauf reagieren. Frei nach dem Motto, die kratzt mich zu viel an, ja, aber das ist doch Teil der Massage. Ja, aber du musst es doch vorher sagen. Oder das würde jetzt 300 Euro kosten. Was? Das würde niemals bereit zu zahlen. Was wärst du denn bereit zu zahlen? Einfach solche Themen, dass man halt mit möglichst wenig Einsatz so viel wie möglich Erkenntnis ziehen kann. So, jetzt Thema Web nochmal zum Thema Tools. Einfach mal eine kleine Sammlung an Dingen, die man nutzen kann, um eben seine Webprodukte zu prototypen, zu Wireframes, zu Mockupen und zu wie auch immer. Das ist natürlich die klassische Office- und iWork-Palette mit Photoshop und Excel. Das sind, wenn man jetzt im Hardware-Bereich sich zum Beispiel bewegt, Trimble und AlphaBot. AlphaBot zum Beispiel haben wir auch bei der Platinengeschichte, die ich da gerade sagte, mit der GPS-Ordnung genutzt. Das sind einfach Jungs, die sagt man, also ich will auf meiner Platine drauf haben, A, B, C, D, E, F, G. So sieht es in PowerPoint aus, könnt ihr gebaut. Ja, kostet wie viel? 5.000 Euro. Okay. Besser als jemand einzustellen, dann zu warten, zu gucken, ob es funktioniert, immer wieder neu. Sondern man hat einen Preis, das Ganze wird umgesetzt. Ein gutes Trinkle zum Beispiel ist meines Erachtens ein 3D-Druckanbieter, wo man einfach sagen kann, ich habe ein Modell von einem Produkt, könnte das einfach mal drucken. Populäres Beispiel übrigens zum Thema Rapid oder Lean Prototyping in dem Bereich. Audi hat mal für eine Messe ein komplettes Auto drucken lassen. Das heißt, im Hingang, die Designer haben gesagt, das ist mein 3D-Modell, schiebt es in den Drucker, einmal ausgedruckt, in Vollgröße, lackiert, hingestellt und gesagt, das könnte das nächste Auto sein. Und geguckt, wie die Leute darauf reagiert haben. Besser, als wenn man ein Konzeptcar baut, das 3 Jahre braucht, hinstellt und die Leute sagen, nee, ist mir ein bisschen zu fancy. Was? Wir dachten, das wäre super. Also. Das hier drüben sind letztendlich diese ganzen Mockup- und Wireframe-Tools, die man nutzen kann. Ich gebe schon gerne Empfehlungen, weil das ist so ein bisschen wie mit der Ernährung, für jeden ist was anderes gut. Dementsprechend muss sich jeder einfach vom Look and Feel sich mal damit beschäftigen und gucken, was für ihn selber passt. Es gibt extrem viele und auch teilweise kostengünstige bis sogar kostenfreie Tools, womit man wirklich sehr zeitnah und auch als Nicht-ITler Webseiten
Prototypen kann. So. Den habe ich nicht so gebraucht. 25 Minuten brauchst du. Deswegen noch Fragen? Oder in der Pause? Dann machen wir eine Pause. Dann. Dankeschön.